Präsentiert von kurzurlaub.de, Deutschlands Nummer 1 für Kurzreisen. Wir wollen einmal noch mal hören, was die beiden Trainer zu sagen haben. Und dann begrüßen wir natürlich unseren Gäste, Peter Hesberg aus Hamburg und natürlich unseren Kiel. Bevor ich allerdings anfange, einmal ein kurzes Dankeschön an die Leute und unsere Helden, die unsere Fußball auf Hartgriff angefeuert haben. Also schönen Dank an euch, ich bin super Platz, wenn ihr mich hört. Und dann natürlich danke, nicht nur an Kurzurlaub, sondern auch an alle, die an die Kurzurlaub gedacht haben heute. Denn heute war ja der Aufruf, dass wir den Kindern bzw. dem Fußballverein in Kurzurlaub helfen. Das hat super geklappt. Ja, so knapp, ich denke mal, mit der Kurzurlaubspende und den beiden. Die Kurse, die heute noch versteigern werden, das sind wir in der Woche, werden gleich 1000 zusammenkommen. Also, auch das hat gut geklappt und Kiekel ganz kurz, der einzige Lauf geklappt. Ja, bevor wir dich hören zu deiner Analyse, würde ich gerne Peter nochmal bitten, ne? Wie er es auf seine Seite lernt. Peter, bitte. Ja, was soll ich sagen? Katastrophale erste Halbzeit, 3-0 aus dem Mecklenburg. Zweite Halbzeit noch gesucht. Mecklenburg hat noch verwaltet. Und das hier noch das Nötige gemacht. Der Ball hat gar nicht Wickel an der Runde zu verstehen. 4-0, geht sogar noch in der Höhe in Ordnung. Da haben wir noch ein, zwei Chancen gehabt. Gibt es keine Umrolle, aufrichten. Und ja, nächste Woche versuchen wir das nächste Heimspiel zu gewinnen. Ganz einfach. Nochmal Glückwunsch zum Ende. Tiegel, so können wir es weitergeben. Großen Dank beim guten 4-0 zu bieten oder hast du wieder einen Versand gesehen? Erstmal danke an die ganzen Zuschauer hier, weil riesige Grüße. Ich kann Ihnen lauter sprechen. Bei der riesigen Kulisse haben sich sehr darüber gefreut. Da macht es richtig Spaß, Fußball zu spielen. Die Mannschaft hat genau so eine Leistung abruft, wie sie es heute getan hat. Sehr diszipliniert gespielt. Jeder hat wirklich von der ersten bis zur letzten Minute seinen Job gemacht. Und die Antwort habe ich mir ehrlich gesagt gewünscht, haben sich die Jungs gewünscht, die ganze Woche über dafür hart gearbeitet, das Spiel in Grimm so ein bisschen vergessen zu machen. Und das war eine gute Antwort heute. Und wir sind hochzufrieden, Franco heute hier mit 4:0 besiegt zu haben. Da können wir heute noch ein bisschen feiern. Aber wer mich kennt, weiß genau, morgen geht's weiter in Wolfsburg. Und das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Ihr werdet es wissen, da muss man bis zur letzten Minute wach sein, um ein gutes Ergebnis zu holen. Wir wollen uns ja im letzten Heimspiel hier gut verabschieden. Und da gehen wir mal auf die Woche richtig Gas, damit wir ein gutes Ergebnis erreichen. Okay, Gas geben ist ein gutes Stichwort. Das geben können auch Sie, liebe Leute, bzw. die, die auf Facebook uns sehen. Wir haben, wie gesagt, vom Thorsten Frühling aus Wüsschen ein Trikot bekommen, was wir gerne stiften wollen. Und auch du hast dich lumpen auf den Pickel. Ganz besonderen Dank. Aus deiner aktiven Zeit beim Hamburger SV hast du gesagt, du holst mal aus dem Holzschrank noch ein Trikot raus. Auch dafür können wir auch ruhig applaudieren, wie die noch da sind. Ja, ist auch nicht selbstverständlich, dass man sich von alten Sachen trennt. Und dann gucken wir mal, was da nächste Woche an Geld für die Düsseldorfer üblich ist. Wir würden uns freuen, wenn alle noch irgendwo einsteigen. Unser Personalrat stellt auf Facebook. Ja. Und dann würde ich mich freuen, oder bereits ich, wir würden uns freuen, wenn wir das letzte Heimspiel nochmal vor so einer genauso großen Kulisse bestreiten können. Und zwar zum Wolfsburg. 31.3. bis Sonntag, 14 Uhr, hier am Dritten Sportforum. Ich sage schönen Dank, Peter. Kommt gut nach Hause. Glückliche restliche Saison. Toi, toi, toi. Mit eurem neuen Trainer in der neuen Saison. Kiekel. Hasta Lista, eine Woche hast du noch, ja, auch dann, zum Auto und dann ist es noch zu Ende. Wir freuen uns, sagen tschüss, froh, wenigstens schön, dass ihr da wart. Macht's gut, tschüss! Eigentlich wollte ich ja hier auch noch den NOK haben, aber der Lümmel hat sich schon aus dem Staub gemacht. Ah, der ist bis kamerascheu quasi. Ja, so, achso, der ist kamerascheu. Naja, ja. Beim nächsten Mal kriege ich ihn. Ja, ja. Dann habe ich ja natürlich hier noch einen, der die drei Tore von NO vorbereitet hat in der ersten Halbzeit, den Christopher Schmand. Herr Schmandi, vielleicht kannst du was erzählen zur ersten Halbzeit erstmal vielleicht, weil da ja die drei Tore auch gefallen sind. Also ich sag mal so, es lief heute alles zusammen. Wir haben uns von vornherein ein bisschen defensiver eingestellt, wollten den Gegner mal kommen lassen. Das ist eigentlich gar nicht so unsere Art. Damit musste oder war Pampo im Zugzwang. Die wollten irgendwie ein Spiel kreieren. Das ist ihnen heute ganz schwer gelungen. Wir haben schnell umgeschaltet und dann kam natürlich diese
Punkte zustande oder diese Tore, die Enno liebt, in die Spitze rein, zwischen den Verteidigern durch, alleine auf dem Torwart, die haut er rein. Dafür haben wir ihn geholt letztes Jahr und macht er auch gut. Dass ich nun derjenige war, der auch dreimal ihm das Ding da so durchsteckt, das war natürlich glücklich. Im Endeffekt scheißegal, wir hatten ein kleines Polster zur Halbzeit. Für uns war es erleichternd, so ein Derby, das strengt an, das im Vorfeld macht man da enormen Druck auf uns. Man ist angespannt und ja, wenn du so mit so einem Polster in die Halbzeit gehst, super geil. So, und in der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, wir legen das Hauptaugenmerk noch mehr auf die Defensive, wir wollen das Ding jetzt irgendwie über die Bühne bringen. Wir wussten, dass Pampo versucht, ein bisschen offensiver zu werden. Auch das ist ihnen heute komplett gar nicht gelungen. Warum auch immer, in den letzten Wochen scheinen sie ein bisschen ihr Konzept verloren zu haben. Eigentlich total schade. Und ja, wir machen dann noch das 4-0. Schönes Tor von Felix, macht er geil. Schiebt er fast von der Mittellinie rein. Geil, das fühlt sich einfach geil an heute. Genau, der Michalski wird eingewechselt und ich meine, das waren 25, 30 Meter, ja. Sag ich jetzt mal. Ja, hattest du da auch mit zu tun? Ich weiß nicht, ob du da das erste Hit gemacht hast, oder war das Ronny? Ich spiele einen langen Ball, ich kriege den Ball hinten raus, sehe Felix, setzt sich schön ab auf der rechten Seite, knallt das Ding komplett auf die andere rechte Seite. Ja, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen gewurschtelt. Ja, entweder einer kriegt ihn da gegen die Schulter oder gegen den Kopf, der landet Felix vor den Füßen. Und ja, Masi wollte wohl raus, hat das ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Und Felix schiebt ihn dann natürlich letztlich ein, dafür haben wir ihn. Und ja, ich glaube, das ist auch sein Ruf, bis er 100%. Wenn er reinkommt, knipst er auch. Ja, und jetzt Derby-Sieger. Wie ja. Fühlt sich's an? Erzähl. Ja, ist geil. Ich muss mal zurück überlegen. Ich glaube, ich habe nur mit dem MSV Pampo Derbys gewonnen bis jetzt. Mit dem FC Eintracht zu damaligen Zeiten und auch mit dem FC Mecklenburg noch kein einziges. Dass wir das hier heute 4-0 gestalten, ist einfach geil. Genau, und dann hat man auch so eine Support-Truppe da hinten, den FC Ajax Dauerstramm nennen die sich. Die ja. Haben ordentlich Lärm gemacht von der Seite, wa? War auch auf deiner Seite, auf der linken Seite sogar. Und ja, lass du Flügel auch noch so ein bisschen, wa? Ja, also falls Sie das Video hier hören, vielen sehen. Dank. Große Unterstützung von den Jungs. Ich glaube, Dauerstramm, das passt ganz gut. Also sie haben schon ordentlich einen Tee, aber die Jungs haben auch nicht Gas gegeben. Das ist das erste Mal, dass hier ja, eine Truppe uns lautstark unterstützt. Geil, kommt gerne wieder. Wir warten auf euch. Also es war geil. Ja, es hat heute einfach gepasst. Der ganze Abend war super. Ja, Schmanni, dann danke ich dir erstmal. Jetzt wird die Sektpulle aufgemacht oder was habt ihr das vor? Irgendwie feiern gehen? Denkt jetzt hier unbedingt, aber ein Bierchen wird es geben, denke ich. Na denn, alles klar. Viel Spaß beim Feiern, ja? Danke.